schon noch zum Rennen bekommt, sucht euch die besten Plätze. Vor zwei Jahren gab es einen Staatsmeisterschaftsempfang, moderiert hier von der Sprecherlegende Jimmy Ritchie Riegler, der ja voriges Jahr am 26. Oktober leider Gottes von uns gegangen ist. Und deshalb ist es mir eine Ehre, mein Name Walter Ameshofer, hier diesen Abend moderieren zu dürfen. Und ich darf hier jetzt beginnen, eine Reihe von Ehrengästen und auch die Motorsportstars, die heute hier sind, mal vorweg zu begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich hier, und er ist der Zuständige für den Bezirk Vöcklabruck, den Bezirkshauptmann Dr. Martin Schwantner. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen seitens der Stadt Schwanenstadt Bürgermeisterkonsulent Karl Staudinger. Ich begrüße den Hausherrn, wir sind ja hier in der Gemeinde Bitzenberg-Eich zu Hause, und ich darf den Bürgermeister außer Dienst, stellvertretend für den aktuellen Bürgermeister Franz Haghofer, nämlich Gustav Höchstmann, recht herzlich willkommen heißen. Unseren Gästen führen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Schwanenstadt, und es ist eigentlich eine Sensation, dass er hier heute mit dabei ist, und wir haben es heute schon gesehen und beim Training, die Leute haben Autogramme in Massen von ihm geholt, er ist da fast zu spät auch dann rausgefahren. He's the hero, he's the champ of motorcycling, welcome in Austria, representing Italy, the hero, Giacomo Agostini, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, 15-facher Weltmeister in Schwanenstadt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich begrüße ganz herzlich von Südafrika, ebenfalls Motorrad-Weltmeister 1980, John Eckerold. Herzlich willkommen. Ich darf begrüßen den Motorrad-Champion von 1987 in der 500 Kubikzentimeter-Klasse, ebenfalls das erste Mal hier in Schwanenstadt aus Australien, Wayne Gardner. Herzlich willkommen. Wir haben das gut aufgeteilt. Drei Weltmeister am Motorcycle, drei Weltmeister am Seitenwagen und einer, der eigentlich von Schwanenstadt nicht mehr wegzudenken ist, der hier in Schwanenstadt schon gefahren ist, der in Schwanenstadt immer wieder auch beim Oldtimer Grand Prix mit dabei ist. Ich begrüße ganz herzlich zwei Herren sind's, nämlich den siebenfachen Weltmeister und achtfachen Vize-Weltmeister Rolf Billand und seinem Partner Kurt Waltisberg. Herzlich willkommen. Das erste Mal in Schwanenstadt, und das freut uns natürlich auch ganz besonders. Er kommt aus Holland, aus den Niederlanden, und er war Seitenwagen-Weltmeister 2015, also 29 Jahre nach seinem Vater. Da hat sich da den dritten Titel geholt, holt sich er den Weltmeistertitel, nämlich herzlich willkommen in Schwanenstadt, Benny Streuer und sein Kollege Kevin Russo. Und ich weiß nicht, wie es die Schwanenstädter zusammengebracht haben. Wir haben hier einen siebenfachen Weltmeister. Aktuell ist er führend in der FIMA-Weltmeisterschaft. Und er ist gekommen mit seinem Partner Marco Wilkes. Begrüßen Sie bei uns aus Großbritannien Team Reeves. Ja, die Liste geht weiter, meine Damen und Herren. Wir haben auch einen Vize-Weltmeister, zwei Vize-Weltmeister eigentlich auch hier. Der eine auf dem Motorrad kommt aus der Schweiz, dreifacher Vize-Weltmeister. Herzlich willkommen, Bruno Kneubühler. Ich weiß jetzt nicht, ob er da ist, aber er war auch Vize-Weltmeister in der F2-Klasse der Sidecars, nämlich Lokalmatador. Hier zu Hause, herzlich willkommen, Günther Bachmeier.
So, und jetzt dürfen wir noch vorstellen, wir haben auch einige, ich habe schon gesagt, 8 österreichische Staatsmeister sind hier heute beim Legendenrennen angetreten. Und einer der bekanntesten, kennt man natürlich auch von Servus TV, ist dort Motorsport-Experte. Und morgen wird auch Servus TV, habe ich gehört, vor Ort sein. Und da wird es einen Bericht geben vom Oldtimer Grand Prix, der dann während der MotoGP-Rennen, ich habe glaube ich gehört, aus der Übersee wird es dann auch ein paar Einstiege geben, aus Schwanenstadt. Er wohnt jetzt in Vonsdorf, aber geboren, aufgewachsen in Etz bei Lambach, hat er heute auch viele Bekannte getroffen. Fünffacher Grand Prix-Sieger, Dritter der Weltmeisterschaft 1985. Herzlich willkommen hier in Schwanenstadt, Gustl August Auinger. Ich begrüße Staatsmeister, Grand Prix-Sieger aus Salzburg, geboren in Salzburg-Gröning, Gerd Kafka. Herzlich willkommen. Dann haben wir die weiteren Staatsmeister hier bei uns. Begrüße ganz herzlich Karl Zach. Er ist der älteste Teilnehmer hier und auch der älteste hier anwesende österreichische Staatsmeister, hat in genau 10 Tagen feiert er seinen 80. Geburtstag und er ist heute angetreten. Herzlich willkommen aus Klammerstetten im Mühlviertel, Mühlfried Minich. Einen weiteren Staatsmeister, über 500 Kubikzentimeter hat er den Titel errungen. Und zwar herzlich willkommen Hans Steinhögel. Ich begrüße einen weiteren Staatsmeister, kommt aus Salzburg, ist Arzt Dr. Franz Kaserer. Er ist Gefahren-Weltmeisterschaft, Zeitenwagen und Solo, zweifacher österreichischer Staatsmeister. Herzlich willkommen, Sepp Doppler. Er hat heute ordentlich Gas gegeben mit seiner Maschine. Und zwar vierfacher österreichischer Staatsmeister. Herzlich willkommen, Alfred Grossauer. Zu guter Letzt den dreifachen österreichischen Staatsmeister, kommt aus Kirchstetten, Christian Zwedorn. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob er da ist, er war auf alle Fälle angemeldet. Das wäre auch ein mehrfacher österreichischer Staatsmeister. Und zwar waren es 3 Titel. Chris Zeiser, der Oberösterreicher aus Steinbach an der Steyr, ist glaube ich nicht da. Ja, und dann zu guter Letzt noch 2 ganz junge Burschen. Der eine ist Baujahr 2004. So. Ja, John Eckroth hat mich gerade aufmerksam gemacht. Wir haben natürlich, den habe ich hier nicht auf der Liste, aber er ist da und er ist auch der Verantwortliche bei KTM für die MotoGP. Haben wir gesehen, da gab es ja die Präsentation auch in der 500 Kubikzentimeter Klasse. 14-facher österreichischer Staatsmeister, eigentlich der Rekordhalter. Begrüßt ihn ganz herzlich und er war auch bei den Rennen früher immer in Schwanenstadt mit dabei. Herzlich willkommen, Harald Barthold. Und einen haben wir auch noch und der ist auch Grand Prix-Sieger gewesen, meine Damen und Herren. Und 178 Mal bei WM-Starts war er dabei, Grand Prix-Sieger in Assen, das war 2001. Und jetzt Testfahrer auch bei KTM, begrüßen Sie ganz herzlich hier bei uns in Schwanenstadt, kommt aus Irland, geboren in Belfast, Jeremy McWilliams. Herzlich willkommen. Auch noch, er ist auch hier in Neuschwanstadt, meinen Sprecherkollegen an der Rennstrecke, der kommt aus Bayern, aus Aschau, ein Chiemgau, nämlich Karl Mayer. Servus, mit Gattin ist er da. Ja, und bevor es hier weitergeht, darf ich den Chef, den Organisator und Obmann der Motorsportvereinigung Schwanenstadt, Peter Eicher, zu mir rausbitten, der Mann, der das hier alles ermöglicht hat.